Wenn bei einem neuen Spielstand von The Witcher 3 das Game bei euch so aussieht, dann habt ihr den sogenannten Melted Face Bug und genau um den kümmern wir uns heute. Mein Name ist Captain Dux und das ist mein Video zum Fixen des Melted Face Bugs in The Witcher 3. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Um jetzt den Bug zu fixen in The Witcher 3, geht ihr auf euren Datei-Explorer, dann auf den Ordner Dokumente und im Ordner Witcher 3 findet ihr die User-Settings. Da einfach Rechtsklick drauf, öffnen mit dem Editor. Dann öffnet sich die Datei und wir haben sehr, sehr viele Parameter, die wir hier einstellen können. Wir suchen aber einen ganz bestimmten für diesen Bug. Dafür drücken wir einmal die Steuerung F-Taste und suchen nach Mesh. Dann haben wir hier einen Parameter gefunden, der Mesh Lot Distance Scale heißt. Bei mir ist dieser Parameter jetzt auf 10. Der sollte aber auch immer bei The Witcher 3 auf 10 sein. Bei mir und meinem Bug hatte ich den Wert auf 1. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Auf jeden Fall ist er bei 10 genau richtig. Und wenn ihr dann die User Settings speichert, sollte das Spiel wieder so wunderschön aussehen, wie ihr es gewohnt seid. Ich freue mich, wenn ich euch damit helfen konnte. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen und bei meinen anderen Videos reinzuschauen.